Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Daniela und das ist das Basic 3 Video zum heutigen Thema Verbindung der vergrundreichen Arten in den natürlichen Zahlen und der Clapoustre-Regel. In den zwei vorigen Videos Basic 1 und Basic 2 haben wir uns bereits angeschaut, was wir machen müssen, wenn Strichrechnungen und Klammern oder Punktrechnungen und Klammern in einer Aufgabe vorkommen. Jetzt wollen wir alles verbinden, noch ein weiteres Gesetz kennenlernen und am Schluss die Clapoustre-Regel bearbeiten. Bis jetzt hatten wir nur Rechnungen, in denen entweder Strichrechnungen oder Punktrechnungen vorgekommen sind. Doch was macht man, wenn in einer Rechenaufgabe Strichrechnungen und Punktrechnungen vorkommen? Also zum Beispiel bei der Aufgabe 2 plus 7 mal 3. Beginnt man hier mit 2 plus 7 und rechnet danach mal 3? Oder beginnt man mit 7 mal 3 und rechnet danach 2 plus das Ergebnis? In diesem Fall müssen wir eine sehr wichtige Vorrangregel beachten, denn hier ist es nicht egal, womit man beginnt. Schauen wir uns das genauer an und probieren beide Varianten. Beginnen wir zuerst mit der Strichrechnung. Also rechnen wir zuerst 2 plus 7 ist 9 und danach 9 mal 3 ist 27. Unser Ergebnis ist hier also 27. Jetzt beginnen wir mit der Punktrechnung. Also rechnen wir zuerst 7 mal 3 ist 21 und danach 2 plus 21 ist 23. Jetzt haben wir ein Problem. Unsere zwei Ergebnisse sind nicht gleich. Das heißt, es ist bei einer Aufgabe mit Punkt- und Strichrechnungen nicht egal, mit welcher man beginnt. Unsere Vorrangregel lautet Punktrechnung vor Strichrechnung. Das heißt, wenn in einer Aufgabe Punktrechnungen und Strichrechnungen vorkommen, müssen wir zuerst immer alle Punktrechnungen ausrechnen. Und erst wenn wir mit allen Punktrechnungen, die vorkommen, fertig sind, dürfen wir die Strichrechnungen ausrechnen. Als kleine Erinnerung, Punktrechnungen sind die Rechenzeichen, die aus Punkten bestehen, also die Multiplikation und die Division. Strichrechnungen sind die Rechenzeichen, die aus Strichen bestehen, also die Addition und die Subtraktion. Kannst du mir jetzt sagen, welche unserer beiden Rechnungen wir jetzt richtig und welche wir falsch gemacht haben? Unsere erste Rechnung war falsch und die zweite war richtig. Denn bei der ersten haben wir mit der Strichrechnung begonnen und bei der zweiten mit der Punktrechnung. Da unsere Regel Punktrechnung vor Strichrechnung ist, ist unsere zweite Rechnung richtig und die erste falsch. Ein wichtiges Rechengesetz haben wir noch, bevor wir zur Clapoustre-Regel kommen. Das Verteilungsgesetz oder auch Distributivgesetz genannt. Das Distributivgesetz ist eigentlich ein Gesetz zum Ausmultiplizieren von Klammern. Das bedeutet, man hat ein Produkt oder einen Quotienten aus einer Zahl und einer Klammer. In dieser Klammer steht entweder eine Summe oder eine Differenz. Das klingt jetzt viel komplizierter, als es ist. Machen wir zuerst eine Aufgabe mit einer Multiplikation. 2 mal, Klammer auf, 4 plus 5, Klammer zu, ist gleich. Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, diese Rechnung zu berechnen. Wir können entweder, so wie wir es bis jetzt gelernt haben, zuerst die Klammer berechnen. Also, 4 plus 5 ist 9 und danach 2 mal 9 ist 18. Oder wir wenden das Distributivgesetz an und rechnen danach Punkt vor Strich. Schreiben wir die Rechnung also mit dem Distributivgesetz anders an. Man kann also auch schreiben, 2 mal 4 plus 2 mal 5 ist gleich. Hier rechnen wir jetzt wie immer zuerst Punktrechnung und dann die Strichrechnungen. Also zuerst die Punktrechnungen, 2 mal 4 ist 8 und 2 mal 5 ist 10. Jetzt kommt die Strichrechnung, also 8 plus 10 ist 18. Wir sehen also, wir haben das gleiche Ergebnis bekommen wie zuvor.
Das Distributivgesetz sagt also, dass man eine Rechnung wie diese immer auch so anschreiben darf. Wir können also schreiben statt 2 mal Klammer 4 plus 5 auch 2 mal 4 plus 2 mal 5. Das Ganze funktioniert auch bei einer Division und einer Subtraktion in der Klammer. Klammer auf, 20 minus 12, Klammer zu, dividiert durch 4. Hier gibt es jetzt wieder zwei Möglichkeiten, diese Rechnung aufzuschreiben und zu berechnen. Entweder wir gehen es wieder so vor, wie wir es bis jetzt kennen, und rechnen zuerst die Klammer aus. Also 20 minus 12 ist 8 und rechnen danach 8 dividiert durch 4 ist 2. Oder wir schreiben unsere Rechnung mit dem Distributivgesetz anders auf. Und zwar als 20 dividiert durch 4 minus 12 dividiert durch 4. So rechnen wir wieder Punkt vor Strich. Also zuerst 20 dividiert durch 4 ist 5 und 12 dividiert durch 4 ist 3. Und danach die Strichrechnung. 5 minus 3 ist 2. Wir sehen, wir bekommen wieder das gleiche Ergebnis. Wir können also auch Rechnungen wie diese mit dem Distributivgesetz anders aufschreiben. Und zwar statt Klammer 20 minus 12, Klammer zu, dividiert durch 4, können wir schreiben 20 dividiert durch 4 minus 12 dividiert durch 4. Super! Jetzt haben wir das Distributivgesetz bei der Multiplikation und bei der Division genauer berechnet. Bevor wir weitermachen, schauen wir uns das Ganze noch grafisch an, damit wir es noch besser verstehen. Nehmen wir wieder unsere Rechnung. 2 mal Klammer auf 4 plus 5 Klammer zu ist gleich 2 mal 4 plus 2 mal 5. Ich habe dir jetzt ein paar Punkte aufgezeichnet. Schauen wir uns zuerst die linke Seite an. 2 mal, Klammer auf, 4 orange Punkte plus 5 grüne Punkte. Jetzt berechnen wir zuerst die Klammer, so wie vorher auch. Also haben wir hier 9 Punkte. Und wenn wir 2 mal 9 Punkte rechnen, haben wir 18 Punkte. Jetzt schauen wir uns die rechte Seite auf, wo wir mit dem Distributivgesetz unsere Rechnung anders aufgeschrieben haben. Wir haben hier 2 mal 4 orangene Punkte und 2 mal 5 grüne Punkte. Wir haben hier also insgesamt 8 orange Punkte, 2 mal 4, und 10 grüne Punkte, 2 mal 5. Zusammen haben wir wieder 18 Punkte. Wir sehen also, unser Distributivgesetz funktioniert auch grafisch. Schauen wir uns das Ganze jetzt mit der Division an. Auch hier habe ich wieder Punkte aufgezeichnet. Betrachten wir zuerst die linke Seite. 20 pinke Punkte minus 12 blaue Punkte dividiert durch 4. Rechnen wir zuerst die Klammer, so wie immer. Also 20 minus 12 sind 8 Punkte. Dividiert durch 4 ist 2. Jetzt die rechte Seite. Wir haben wieder 20 Punkte in pink. Diese rechnen wir dividiert durch 4. Also bleiben uns 20 dividiert durch 4 5 pinke Punkte über. Und diese rechnen wir minus den 12 blauen Punkten dividiert durch 4. Sind 3 blaue Punkte, also 5 pinke Punkte minus 3 blauen Punkten sind 2. Auch hier kommt uns dasselbe raus und wir sehen das Distributivgesetz mit der Division grafisch. Eine Sache muss ich dir noch sagen. Die Multiplikation und die Division funktionieren mit dem Distributivgesetz natürlich nicht nur so, wie wir es jetzt gerade angeschaut haben. Bei der Multiplikation ist es egal, ob in der Klammer ein Plus oder ein Minus steht. Man kann also mit dem Distributivgesetz auch die Rechnung 3 mal, Klammer auf, 6 minus 2, Klammer zu, anders aufschreiben als 3 mal 6
minus 3 mal 2. Bei der Division genau dasselbe. Bei der Division darf nicht nur ein Minus in der Klammer stehen, sondern auch ein Plus. Es funktioniert also auch die Rechnung Klammer auf, 8 plus 4, Klammer zu, dividiert durch 2, ist gleich 8 dividiert durch 2 plus 4 dividiert durch 2. Wir sehen, unser Distributivgesetz funktioniert also bei der Multiplikation mit einem Plus oder Minus in der Klammer und bei der Division auch mit einem Plus und Minus in der Klammer. Super, jetzt kannst du schon das Kommutativgesetz, das Assoziativgesetz und das Distributivgesetz. Jetzt kommen wir zur lustig klingenden Clapoustre-Regel. Es gibt auch Rechnungen wie diese hier, in denen Punktrechnungen, Strichrechnungen und Klammern vorkommen. Wir haben schon im Intro-Video gelernt, dass man Klammern immer zuerst berechnen muss. Das sagt uns auch die Clapoustre-Regel. Die Clapoustre-Regel hilft uns bei allen Rechenaufgaben, in denen alle oder auch nur manche dafür Grundrechenarten plus, minus, mal und dividiert und Klammern vorkommen. Hast du eine Idee, woher dieser komische Name kommen kann? Eine Kleinigkeit davon habe ich dir ja schon im Intro-Video verraten. Es ist eigentlich ganz einfach. Klar wie Klammer. Pu wie Punktrechnung und Stri wie Strichrechnung. Und genau in dieser Reihenfolge müssen wir unsere Rechenaufgaben auch berechnen. Zuerst alle Klammern, dann die Punktrechnungen und am Schluss die Strichrechnungen. Schreiben wir uns das noch einmal geordnet auf. Wir müssen zuerst die Klammerausdrücke berechnen. Das heißt, alle Rechnungen innerhalb der Klammer müssen zuerst berechnet werden. Innerhalb der Klammer gilt hierbei wieder Punktrechnung vor Strichrechnung. Im zweiten Schritt müssen wir die Punktrechnungen berechnen. Das heißt alle Multiplikationen und Divisionen. Und im dritten Schritt müssen wir die Strichrechnungen berechnen, also die Additionen und die Subtraktionen. Kurz zusammengefasst lautet die Clapoustre-Regel, also Klammerrechnung vor Punktrechnung vor Strichrechnung. Genau in der Reihenfolge, wie es auch im Namen der Clapoustre-Regel vorkommt. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das merken, denn diese Regel werden wir immer und immer wieder brauchen. Machen wir gemeinsam diese Aufgabe, um unsere gerade gelernte Clapoustre-Regel zu verstehen. In dieser Rechnung haben wir zwei Klammerausdrücke, drei Punktrechnungen und drei Strichrechnungen. Aber das ist kein Problem für uns, wenn wir uns Schritt für Schritt an die Clapoustre-Regel halten. Diese besagt, dass wir zuerst die Klammerausdrücke berechnen müssen und in diesen Klammerausdrücken die Regel Punktrechnung vor Strichrechnung beachten müssen. Das heißt, wir berechnen zuerst die Punktrechnungen in den Klammern. Dass wir hier zwei Klammerausdrücke haben, ist kein Problem. Wir können sie entweder nacheinander oder am besten gleich gemeinsam bearbeiten. Also rechnen wir zuerst die Punktrechnungen in den Klammern. Also 3 mal 2 ist 6 und 5 mal 7 ist 35. Alles andere schreiben wir einfach von der ersten Zeile ab. Jetzt haben wir noch jeweils eine Strichrechnung in den Klammern stehen. Diese berechnen wir jetzt. 26 minus 6 ist 20 und 35 minus 8 ist 27. Alles andere schreiben wir einfach wieder von der Zeile darüber ab. Jetzt steht in unseren Klammern nur noch eine Zahl und keine Rechenzeichen mehr. Also können wir die Klammern einfach weglassen. Schreiben wir die Zeile noch einmal ohne Klammern auf. Also 20 dividiert durch 4 plus 27 ist gleich. Jetzt haben wir noch eine Punktrechnung und eine Strichrechnung. Die Clapoustre-Regel besagt im zweiten Schritt, dass wir die Punktrechnungen berechnen sollen.
Also rechnen wir jetzt 20 dividiert durch 4 ist 5 und schreiben den Rest der Zeile einfach wieder ab. Jetzt bleibt nur noch eine Strichrechnung über und nach dem dritten Schritt der Clapoustre-Regel berechnen wir jetzt die Strichrechnung. Also 5 plus 27 ist 32. Unser Ergebnis ist also 32. Gar nicht so schwer, oder? Um zu überprüfen, ob du die Clapoustre-Regel wirklich verstanden hast und auch kniffligere Aufgaben alleine lösen kannst, schau dir das nächste Video an. Bis bald!